Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, willkommen in 2018. Es geht ans Eingemachte mit Günther. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile kein Dark Souls mehr gespielt. Ich bin heute aufgewacht und dachte mir, jo, ich will nochmal wieder was aufnehmen. Aber Moment, ich schreibe in einer Woche Prüfungen. Vielleicht sollte ich dann doch eher was lernen. Also habe ich mich rangesetzt, Altklausuren durchgeschaut. Ich habe jetzt gerade was ausgedruckt. Und ich habe halt was ausgedruckt. Und das war's. Mehr habe ich noch nicht getan, dann hatte ich Lust auf Dark Souls. Man muss auch verstehen, ich habe mir Bloodborne bestellt, weil ich PS4 habe. Da war die Lust natürlich so groß wie ein Brontosaurus. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang musste. Wo ist denn die Treppe? Was ist denn das? Ah! Was ist das für ein Ort? Ah, das Telefon! Oh mein Gott! Bin ich gerade komplett bescheuert? Kann mich erinnern, hier oben lag der Typ, ja. Wo ist der nochmal lang? Oh mein Gott! Ach, hier! Ja, ich war von der Situation überfordert. Das war schon mal wieder schön beschissen. Was kam denn als nächstes? Kam da schon? Ach Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Da trinke ich vorhin Estus. Ach du heiliger Bullshit. Oh baby, baby, oops, I did it again. I'm playing with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Geil! Diese ganzen nackten Männer haben mich in die Ecke gedrängt und missbraucht. Hey, ist ja fast wie im Berserk, wa? Diese Dämonen, diese Leute vergewaltigen tagtäglich. Ich versuche erstmal nur ganz normal durchzulaufen. Was? Was? Wie schnell? Wie schnell bin ich da gerade gestorben? Oh yeah, Alter. Oh yeah. Hey, irgendwie bekomme ich immer noch genauso viel Damage wie vorher. Nur ich bin dafür langsamer. Ist das nicht lustig? Ich finde das lustig. Also, wenn ich mal so frei sein darf, um was zu behaupten, dann würde ich sagen, ich habe mich volle Kanne verskillt. Ahnung, worauf ich überhaupt geskillt habe. Viel zu lange her. Das passiert halt, wenn man Dark Souls immer in so einem großen Abstand spielt, dass man von seinem vorherigen Session keine Ahnung mehr hat. Ja. Aber ich habe jetzt auch eigentlich keinen Bock auf einen Neustart, wenn ich ehrlich bin. Null. Haha, Seelen. In Zahlen null Seelen. Da hat Graf Zahl wieder zugeschlagen, nicht wahr, meine Freunde? Los, komm ran, mein Junge! Toro, Toro hier! Kommst du jetzt mal runter? Bitte, hier. Hallo. Ich warte. Danke. Mann, komm ran, du Stümper! Komm jetzt hier! Hier bin ich! Ein paar Sekunden später. Manchmal frage ich mich, welche Art der Behinderung ich habe.
Da schreibt mich der Ninko an mit dem Wort Suizid. Ach ja. Sehr passend gerade, muss ich einfach mal so sagen. Ich weiß gerade gar nicht mehr den Zusammenhang, ne? Es ist, aber man kennt es. Tagtägliche WhatsApp-Gespräche. Ich mache hier heute keinen Fortschritt. Ich wollte eigentlich wenigstens noch mal bis zum Boss kommen oder so, aber... Boah, Alter, komm doch einfach ran, Junge. Jetzt ist es doch mal gut hier. Wie er immer wegspringt! Hast du keine Hobbys oder was? Komm, sei nicht... Stelle dich dem Tod! Komm ran! Ach Gott. Ich nehme doch jetzt inne ist, das ist richtig. Hä, wo ist er hin? Hä? Was? Er ist... Oh mein Gott! Er ist nach hier ausgewichen und nach da oben geglitscht. Oh lol. Aber hey, ich bin mein Boss. Mensch. Ich bin stolz auf mich. Noch länger. Scheiße! Ach Gott! Wo ich so motiviert bin, weil ich ihn ja endlich wieder erreicht habe, sollte ich jetzt auch ein bisschen Gas geben. Ein Gas, Gas, Gas. Do you like my car? My car? My car? Nee, nee, du springst mir nicht zurück. Ich hab's schon wieder gemacht. Oh boy, da ist er wieder. Das ist aber echt ein konstanter Bug, ne? Oder die haben das extra so programmiert, kann ja auch sein. Alter, das finde ich super faszinierend, keine Ahnung. Das hat gerade einfach meinen Tag gemacht. Das ist einfach so geil. Einfach, wenn ich ihn in den Fahrstuhl reinkloppe, dass er einfach nach oben auf seine Anfangsposition zurückfliegt, ey. Wieso sterbe ich eigentlich so oft an diesem Typen? Was? Was ist gerade passiert? Wieso sind da zwei Lebensleisten? Oh mein Gott, was ist das? Nein, wieso? Zwei! Ich dachte, ich hätte ihn! Ich dachte, das wäre mein Run! Was zum Fick? Das Einzige, was mich gerade die ganze Zeit ankotzt, ist dieser Typ da unten auf der Treppe, weil das immer so elendig lange dauert, bis er erstmal die Treppe runterkommt, sich dann auskackt, mich vielleicht angreifen zu wollen und nicht die ganze Zeit in seiner schwulen Parierhaltung rumhoppt. Ich kann nicht mehr reden. Fick dich. Denk lieber noch, ne, ist das. Bei den nackten Männern weiß man nie, was die mit einem machen.
Ach so. Ach, ich lebe noch. Ach, ich lebe noch. Oh, boy. Ich dachte, ich wäre schon tot. Wenn der Typ an der Treppe nicht wäre, ne? Der macht's für mich gerade einfach unangenehm. Ach, der zweite ist ja schon da. Hilfe. Send help, please. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Oh, warum? Warum muss denn da ein zweiter kommen, der Feuer speit? Es wäre alles okay, wenn er nicht einfach Feuer speien würde und dann einfach so viel Fläche von dieser allgemein schon kleinen Dachfläche dann einfach in Beschlag nehmen würde. Weil er meint, nee, da darfst du jetzt nicht hin. Der Tilt ist gerade zu hart für sowas, Alter. Ich krieg hier gerade erstmal gar nichts mehr hin, ey. Ich mach mal eine Pause zum Tilten. Ach, wieso muss denn da ein zweiter kommen? Why? Das sind 5 von 5 Whys und das Why der Woche obendrauf und ein Gargoyle. Noch mit dazu. So, nach einer 5-minütigen Pause sind wir wieder zurück. Dann mal kurz meine leere Kaffeetasse nach unten gebracht, den Geschirrspüler, haben über mein Leben nachgedacht. Ja, ist gut. Mir selbst im Reinen. Shalom und so. Wisst ihr ja, ist bekannt, man kennt es. Man kennt ihn hier, nicht wahr? Also ich kenne ihn. Mehr als mir lieb ist. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Er und ich. Er hat mir schon oft gezeigt, wie gut er zurückspringen kann. Nicht wahr? Nicht wahr? Ach, zu spät. Naja. Aber man könnte sagen, wir sind ein Herz und eine Seele. Er und ich. Ich meine, schaut es euch an, wie wir immer zusammen hier spielen im Sandkasten. Im Sandkasten des Lebens. Und jetzt kommen noch meine anderen Fans, meine Abonnenten, die unbedingt ein Autogramm wollen, aber ich gebe ihnen keins. Weil ich ein abgehobenes Arschloch bin. Geht gleich. Oben das YouTube-Hauptquartier, um mir mein YouTube-Money abzuholen. Muss ich vorher erstmal noch mit dem Chef von YouTube sprechen, der sich hinter dieser Tür befindet. Und ja, gucken wir doch mal, was rauskommt, nicht wahr? Ob ich mein YouTube-Money nach all dem lang war. Das war halt ein Fehler. Da geht mein YouTube-Money dahin. Ich brauche so einen Hass gegen diesen Typen auf, einfach weil er so lange braucht. Das ist so schlimm mit ihm. Der ist es, der mir meinen Run zur Hölle macht. Nicht der Gargoyle. Weil zu dem komme ich ja nicht mal. Nein, es ist der hier! Ah! Gott, ich bin zu tiltet für so. Ah! Wieso ist denn dein zweiter Gargoyle? Kann man ihn nicht einfach löschen? Kann ich einfach in die Spieldateien gehen und ihn hier löschen? Das ist es halt! Sowas tiltet mich. Ich will doch einfach nur zum Boss. Junge, kekst dich aus. Was ist denn los mit dir?
Schaut euch das an! Was soll denn das werden? Ich blocke nicht mal. Ich mache nichts. Hier, ich move von mir aus, wenn das sein muss aus dem... Was? Jetzt ohne Scheiß, Alter, was... Was soll mir der Boy eigentlich sagen? Ich will doch einfach nur zum Boss. Ja, und dann sowas wieder. Ich könnte kotzen hier. Nee. Aus, vorbei, ist gut jetzt. Nein. Das... Nee. So nicht, junger Mann. Nicht. Was denkt er sich denn dabei? Halbe Stunde rumstehen und dann nichts! Nichts hier! Nichts ist das! Kann mich mal! So, da bin ich wieder. Geht es euch gut? Ich hoffe doch. Mir nehme ich nicht. Wenn ich jetzt noch einmal an dem Typen verrecke, dann ist fertig. Dann höre ich auf. Dann lebe ich mein Leben. Dann lerne ich. Okay? Dann lerne ich. Dann lerne ich für die Uni. Wenn ich jetzt noch einmal an dem Typen verrecke, jetzt genau jetzt in diesem Moment, dann lerne ich jetzt für die Uni. Oh, ein Glück, ich muss nicht lernen. Ich hätte fast lernen müssen. Hey, ich habe eine Stunde 15 Minuten meines Lebens verschwendet, wo ich hätte lernen können. Ich war, meine Damen und Herren, ich sollte mir jetzt vielleicht doch mal ein bisschen was anschauen. So, hier, ich habe doch gerade so einen schönen Hefter hier. Ne? Oder vielleicht sollte ich auch über mein Leben nachdenken. Oder über Max Rabe. Nicht sollte ich über Max Rabe nachdenken. Ich bin sehr not with Half Seven. Das war's mit einer weiteren Folge Dark Souls. Bis zum nächsten Mal.